Jonas Koch, du warst heute einer der Fahrer, die in der frühen Spitzengruppe mit dabei waren, ja, die aber ewig gebraucht hat, ehe sie mal zustande kam. Ja, wir sind voll oft mitgesprungen und dann, ich glaube, so nach 80 Kilometer haben wir uns dann gelöst mit vier Mann. Genau. War das die Idee, dass du in der Gruppe heute mitgehst, wenn eine geht? Ja, schon. Also ich war auf jeden Fall dafür geplant. Ich hätte natürlich gehofft, dass es ein bisschen größer ist, aber erstmal waren wir froh, dass ich dann drin war. Und das Ziel war dann bis zum Arenberg zu kommen. Das haben wir dann auch geschafft, aber ja, leider ist dann hinten raus ein bisschen eng, dünn geworden. Wir haben es gesehen, du hattest dann auch Defektpech. War das für dich so der entscheidende Moment? Ja, das war natürlich für den Kopf richtig, richtig bitter, aber es hat mich dann schon ein bisschen geknackt, weil ich habe dann die erste Gruppe verloren und dann sind Gruppen von hinten gekommen und dann war es für mich vorbei. Wie war der Moment nach dem Arenberg, als da eine Gruppe kam mit den 5, 6, 7 Top-Jungs hier, doch noch sehr weit weg vom Ziel? Ja, ich meine, das ist schon eine Schlüsselstelle im Rennen und ich habe mich da eigentlich gar nicht so schlecht gefühlt. Aber ja, wie gesagt, hinten raus wird es dann ein bisschen dünn. Macht Paris-Roubaix Spaß? Also der Moment, wo wir dann so als erstes in den Wald von Arenberg rein sind, das war schon ziemlich cool. Ja. Also die Kulisse da war schon einmalig. Das habe ich schon aufgesaugt, muss ich sagen. Danke.